Heute ist Sonntag, der 3. April. Judika, der fünfte Sonntag der Passionszeit und der Weltpartytag. Sie sind sicherlich gespannt, wie die Geschichte von gestern weitergeht, von Pfarrer Martin Rehner, der für Aufhausen, Vorheim und Unterringingen zuständig ist. Gestern hieß das Thema einmal, heute jetzt. Es ist gar nicht sicher, ob Celan Jesus meint. Für mich ist es ein Gedicht über Jesus, der seinen Jüngern die Füße wäscht und mit seiner leidenschaftlichen Hingabe die Welt wäscht und heilt. Wieso einmal? War es nur ein einziges Mal? Oder ist es wie ein Märchen einmal, das immer wieder geschieht, immer wenn jemand den Auftrag nachkommt? Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Johannes 13, 15. Wenn schon im ersten Abschnitt des kurzen Gedichtes vieles offen bleibt, dann ist der zweite Teil so extrem verdichtete Sprache, dass der Kopf aufhört, verstehen zu wollen. Und die Leidenschaft oder auch die Passion Platz bekommt. Der Dreiklang vernichten, ichten, Licht macht deutlich, dass nicht alles zu verstehen ist. Das Wort ichten gibt es nur hier. Was ist gemeint? Keine Ahnung. Aber es geht um mich. Und es ist wichtig, es geht um mich und wenn jemand vernichtet wird und Licht und Rettung ist, verstanden? Egal. Lesen Sie das Gedicht noch einmal. Das hat Paul Celan selber so empfohlen. Einfach nur lesen. Einmal